So, einen wunderschönen guten Tag noch einmal. Ich begrüße alle ganz herzlich zum JFD Live Trading TV. Heute zur US-Markteröffnung. Ein Tag, der, naja, man will nicht sagen zum Vergessen ist, aber zumindest mal jetzt nicht solch spektakuläre große Bewegung auf den Weg bringt. Kurz noch einen Blick. Ja, sehr gut. Also Bild ist da, Ton kann man auch hören. Und wie gesagt, also alles in allem nicht groß spektakulös, möchte man sagen, was uns sowohl DAX als auch jetzt die US-Märkte liefern. Dow Jones weiter im Bereich seines Allzeithochs, stabilisiert sich etwas im etwa im Bereich so um 20.800 Punkte. Aber man wird irgendwie das Gefühl nicht los, dass da irgendwie Ungemacht droht. Das will ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe aktuell noch keinerlei Motivation oder beziehungsweise noch keinerlei Setup. Motivation ist die falsche Formulierung. Motivation habe ich schon. Aber keinerlei Setup hier, welches für mich beginnt irgendwie umsetzbar zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch noch, dass das noch beibehalten wird bis Mittwoch. Aber ich habe mir schon ernsthafte Gedanken gemacht, natürlich, wie man den Markt handeln könnte, besonders den Dow Jones handeln könnte. Kurze Squeezes nochmal über das Allzeithoch, denke ich, sind realistisch und einzukalkulieren. Also sprich, dass es hier nochmal einen Versuch gibt, diesen Bereich anzulaufen, den wir dort letzte Woche, es war Dienstag, nee, Entschuldigung, Mittwoch war es, Mittwoch ausgebildet hatten. Das war so um 20.835 Punkte, also das derzeitige Allzeithoch, dass man in diesem Bereich vielleicht nochmal vorstößt, nochmal eine kleine Squeeze-Bewegung darüber zu sehen bekommt und dass das dann aber ein potenzieller Fehlausbruch ist, der dann abverkauft wird. Was mir insgesamt halt so ein bisschen, naja, aufstößt ist das falsche Wort, aber zumindest mal, was ich seltsam finde, sind zum Beispiel solche Bewegungen wie gerade eben, die wir hier zu sehen bekommen haben, wo der Markt halt vom Open erstmal sich relativ unspektakulär zeigt. Dann sehen wir hier in der 15,55 Kerze einen kurzen Spritzer über die 20.800er Marke und dann eine relativ weit gezogene Kerze. Also erst wird das Momentum wieder aufgenommen und das wird dann abverkauft. Und wir reden jetzt hier nicht von Riesensprüngen, aber es sind immerhin 20, 25, 30 Punkte. Auch jetzt diese Kerze zum Beispiel, 20, 35 Punkte. Und wenn man sich mal den Kursverlauf in der jüngeren Vergangenheit angeschaut hat, dann sind solche Kerzen jetzt nicht so häufig aufgetreten. Also sie sind mal aufgetreten, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie so herausgestochen sind, wie die aktuell rausstechen. Also das hört sich für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an. Das ist auch eher eine diskretionäre bzw. eine gefühlstechnische Herangehensweise hier meinerseits. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da tatsächlich eine Art Umverteilung stattfindet aktuell. Und dass diese erratischen Kerzen, die wir hier teilweise zu sehen bekommen, dass die auch das relativ gut widerspiegeln, diese Erratik, diese zufallsgetriebenen Bewegungen. Das ist eben etwas, was dann auch nochmal ganz gut, denke ich, das unterstreicht, was wir letzte Woche am Freitag zu sehen bekommen haben. Ich ziehe mal ganz kurz hier nochmal den Twitter-Account rüber von mir und wir wollen nochmal kurz auf das kommen, was ich heute früh schon bereits im Morning Meeting angerissen hatte, nämlich, dass wir am vergangenen Freitag am 21.30 Uhr unserer Zeit, also 15.30 Uhr US-amerikanischer Zeit, dass wir dort eine sehr, sehr interessante Entwicklung gesehen haben, nämlich, dass der Dow Jones den ganzen Tag sich relativ schwach präsentiert hat. Jetzt noch einen Blick. So, ich mache das mal kurz auf, zeige aber nochmal hier den Chart. Also sich die ganze Zeit, den ganzen Tag über relativ schwach präsentiert hat, hier, ja. Wir sind ja auch mit Abschlägen in den Tag gestartet gewesen, ausgehend von den schwachen Vorgaben aus Europa. Und dann plötzlich in die letzte Handelsstunde und dann ab 15.30 Uhr US-amerikanischer Zeit, also New Yorker Zeit, beziehungsweise 21.30 Uhr unserer Zeit, zog der Markt unwiderstehlich nach oben und hat den 11. Rekordschluss in Folge und damit den längsten Lauf seit 1987 auf den Weg gebracht. Und das war so herausstechend, was dort passiert ist. Dieser Close, ja, damit man hier sich anschaut, da war der Schlusskurs von Freitag, von Donnerstag und das war dann entsprechend diese Bewegung, die plötzlich hier stattgefunden hat. Also das ist im Sekundentag, das ist glaube ich ein Sekundenchart, kommt es hin?
Ja, das kommt ungefähr, müsste das passen. Wo der Markt einfach, ja, 2 Sekunden, na klar, das sieht man ja, 2 Sekunden, also das Seconds, das ist also eine 2-Sekunden-Kerze, also massiv runtergebrochen, und man sieht eben hier dieses massive Anziehen in den Schluss hinein. Und das, was ich heute früh eben schon thematisiert hatte, ist Folgendes, und das hat JPM, also JP Morgan, nochmal aufgegriffen. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum, wieso, weshalb, wer zieht da die Kurse nach oben? Oder wie kommt sowas zustande? Und vor allem, das, was ja jetzt der ein oder andere sicherlich dann erstmal nur sieht, ist, dass der Kurs steigt. Also da waren dann Käufer im Markt. Jetzt muss man sich aber mal vor Augen führen, jedem Käufer tritt auch ein Verkäufer entgegen. Und die Frage, die sich stellt, ist, wer kauft denn da und wer verkauft denn da? Und JP Morgan hat das sehr, sehr schön aufbereitet und hat hier geschrieben: In turn, JPM adds, this end-of-day rebalancing means that equity trading becomes even more concentrated at the end of the day as Passive Funds grow. Also, es gibt zum Ende des Handelstages eine Rebalancing, also ein Ausgleichen oder ein Auspendeln, wo ETFs, also die den Index abbilden, und zwar 1:1 abbilden und in die Retail-Trader investieren können, wo ETFs eben dann, um ein möglichst akkurate Performance abbilden zu können, möglichst nah an dem Kursindex, der da als Basiswert fungiert, eben sich orientieren, dass dann in diesem Zusammenhang besonders in den Abend hinein, also in unseren Abend hinein, beziehungsweise in den Nachmittag, in den Schluss des Handelstages hinein, dass dort dann entsprechend Positionen aufgebaut werden. Und das bedeutet etwas anderes. Das sind passive Investmentformen von Retail-Tradern, die Geld anlegen in ETFs, und diese Gelder werden dann eben in den Markt hineingespült. So, und kaufen dann entsprechend. Das bedeutet also etwas anders formuliert, da kaufen Retail-Trader, Privatanleger. Und gleichzeitig stellt JP Morgan an einer anderen Stelle hier heraus, und da gibt es dann auch eine sehr, sehr schöne Ausarbeitung, die das zeigt, ohne jetzt en Detail zu gehen, aber diese Grafiken zum Beispiel deuten das schon bereits an. Wer verkauft denn an dieser Stelle? Hedgefonds, Net Buys, und zwar auf 4 Wochen im Durchschnitt gerechnet in Millionen. Wir sehen, die fallen. Also die sind kleiner Null. Das heißt nicht, die kaufen, die verkaufen. Institutional Clients, und das sind alles JP Morgan Clients, ja, beziehungsweise im Moment Bank of America Merrill Lynch ist es in dem Fall, Verzeihung. Spielt aber keine Rolle. Wie gesagt, Institutional Clients, Net Buys, die verkaufen. Und das hier übrigens since early February. Das heißt also, die sind im Grunde genommen aktuell, institutionelle Klienten sind am Verkaufen. Private Clients kaufen, und zwar nicht zu knapp. Ja, und das bedeutet etwas anders formuliert, das, was BOAML hier rausstellt, also Bank of America Merrill Lynch, ist eigentlich nichts weiter, als dass Retail-Trader gerade in diese Rallye kaufen, zu, in meinen Augen, persönlich mal so formuliert, ziemlich ungünstigen Kursen, und in einem sehr, sehr weit gelaufenen, stark extensierten Markt, und gleichzeitig eben institutionelle verkaufen. Jetzt könnte man natürlich dann argumentieren, naja, aber die Institutionellen, die haben ja relativ großes Volumen, und das muss ja, genau das meine ich eben mit Umverteilung. Ja? Also das passiert nicht auf einen Schlag, dass die sagen, pass mal auf, hier hast du mal 10 Milliarden, so, und die saugt jetzt mal auf, also ETFs und dergleichen, sondern das passiert eben über den gesamten Tag hinweg, und dadurch stellen sich dann eben diese Kursverläufe dar, dass der Markt eben nach oben zieht, dann kommt es eben zu einem relativ scharfen Rücksetzer, dann zieht der Markt wieder in Richtung der Tageshochs an. Und dieses Hin- und Herschieben, das deutet sehr stark auf eine über den gesamten Handelstag stattfindende Umverteilung hin. Warum mache ich das gerade zum Thema? Weil wir aus Erfahrung wissen, dass Retail-Trader tendenziell immer zum falschesten Zeitpunkt überhaupt kaufen. Also das bedeutet etwas anders, also über den Daumen gepeilt. Ja? Nicht alle vielleicht, es gibt da den einen oder anderen Retail-Trader, der ist gut ausgebildet und so weiter, okay. Aber alles in allem ist es so, dass unterm Strich der klassische Privatanleger Geld verliert. Und jetzt ist natürlich dann es historisch so gewesen, dass die immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten verkauft haben, wenn die Panik am größten war, oder dann gekauft haben, wenn die Gier am ausgeprägtesten sich dargestellt hat, und dann diejenigen welchen waren, die die Stücke abgenommen haben, die institutionelle schon wesentlich vorher gekauft haben und dann stückweise in den Markt eben immer gegeben haben. Und dass das jetzt stattfindet in so aggressivem Umfang, bevor Donald Trump sich morgen vor dem US-Kongress äußert, im Bereich der Allzeithochs, das ist etwas, was auf jeden Fall Berücksichtigung finden sollte. Das bedeutet nicht, dass der Markt jetzt kollabiert, denn man sollte sich auch für Folgendes vor Augen halten: Es kann natürlich sein, dass Trump hier wirklich massiv über
überrascht am morgigen Tag, also morgen nach Börsenschluss muss man sagen. Also das heißt, das, was ich jetzt sage, das werde ich wahrscheinlich morgen in ähnlicher Form nochmal wiederholen, denn Trump äußert sich erst um 22 Uhr unserer Zeit und dann macht die US-Börse bereits zu. Fakt ist aber, dass natürlich auch die Chance besteht, dass es hier noch zu einer monstermäßigeren Squeeze anreicht, als wir das sowieso schon zu sehen bekommen haben, sollte Trump nämlich über Gebühr liefern, das, was der Markt vielleicht gerade nicht erwartet. Und das bedeutet natürlich dann, wir müssen die zurückkaufen. Und das bedeutet natürlich, das squeezt diesen Markt dann wahrscheinlich noch mal ein paar Etagen höher. Aktuell aber, wie gesagt, würde ich sehr, sehr vorsichtig werden. Wie gesagt, ich bin noch nicht positioniert in irgendeiner Form, tendiere aber eher dazu, mich auf der Short-Seite wieder zu finden. Wohlgemerkt noch nicht jetzt, das ist noch verfrüht. Will erstmal abwarten, wie sich dann eben dort morgen der Kursverlauf nach Trump darstellt. Es könnte aber sein, dass es hier dann, ja, ich sag mal, nicht zu einem Ausverkauf kommt, aber dass das schon ein bisschen ein ruppigerer Monatsstart wird. Und dass eventuell von den ganzen Aufschlägen, die wir seit Jahresbeginn zu sehen bekommen haben und somit seit Beginn des ersten Quartals, also ins Jahr gestartet sind wir ja ungefähr hier im Bereich so um 19,9, so Pi mal Daumen, kommt hin, ne? Ja, 19,8, dass von diesen rund 1000 Punkten Aufschlägen oder Pi mal Daumen etwas mehr als 5%, dass da vielleicht nicht allzu viel überbleibt und dass der Markt einen Großteil dessen korrigiert. Eventuell sogar unter dieses charttechnisch relevante Level bei 19.700 Punkte rutscht. Und das ist auf jeden Fall etwas, was es zu berücksichtigen gilt, weswegen ich auch jetzt für den heutigen Handelstag nicht wirklich willens bin, dort ein Trading-Setup zu formulieren, denn einhergehend mit meinen gerade formulierten Gedanken ist natürlich klar, jederzeit besteht immer wieder die Möglichkeit, dass es hier zu relativ scharfen Rücksetzern eben tatsächlich kommt. Und das ist dann besonders für die Intraday-Trading-Fraktion sehr, sehr ungünstig. Stell dir vor, du kaufst einen Breakout, siehst den Markt dann eben 3-4 Punkte in deine Richtung ticken und anschließend setzt der Markt entsprechend wieder zurück und dann das Hoffnung einsetzen, vielleicht dreht er ja nochmal in meine Richtung. Dann überlegst du dir, okay, Scale-Out, Risiko begrenzen und dergleichen, nur um anschließend zu sehen, dass er dann tatsächlich doch nochmal in Richtung der hochläuft. Du skalierst nicht aus, wirst ausgestopft, bist also in einem sehr, sehr choppigen Marktumfeld gefangen. Da will ich mich nicht wiederfinden aktuell, aber wie gesagt, ich werde diesen Kursverlauf weiterhin ganz genauestens beobachten, wie sich der weiter darstellt. Ähnlich oder parallel habe ich auf jeden Fall auch den Dollar-Japanischen Yen auf dem Schirm, der natürlich dafür prädestiniert ist, dann ebenfalls scharf abverkauft zu werden. Bedeutet etwas anders formuliert, ich würde ganz genau beobachten, wie sich der Markt hier in diesem Bereich verhält, sollten wir nochmal in die Gefilde um 111,50, 111,60 ungefähr zurücksetzen. Das könnte für den Devisenmarkt eine sehr interessante Konstellation geben. Der US-Dollar könnte stark unter Druck geraten, wenn Trump enttäuscht morgen, übermorgen, und der japanische Yen als risikoaverser Hafen, der angesteuert wird, sollte es turbulenter Markt werden, wäre die erste Wahl. US-Dollar sehr schwach, japanischer Yen sehr stark, bedeutet Dollar-Yen sehr stark abwärts. Ja, um es ganz einfach zusammenzufassen, auch das Währungspaar sollte man definitiv auf dem Schirm haben und könnte aus swingtechnischer Sicht vielleicht ganz interessant werden. Drops bis in den Bereich um 110 und tiefer sind durchaus denkbar. Auf der Stunde sehen wir eine Struktur fallender hochfallender Tiefs, also da sehen wir schon ganz klar eine Abwärtstendenz, die sich auch beginnt zu etablieren seit nunmehr fast 2 Wochen. Rücksetzer in diese Gefilde hier um die alten Tiefs um 112,50, 112,60 sind genauer zu beobachten. Wir sind heute früh gelaufen bis 112,50, ja, von dort jetzt wieder abverkauft worden. Ich würde auch hier jetzt derzeit mich noch nicht short positionieren wollen. Ja, ich würde auch nicht diesen Break der Tiefs verkaufen wollen, denn auch hier besteht die Chance, Trump kann liefern. Wenn Trump liefert, wäre das nochmal durchaus denkbar, dass wir im US-Dollar scharf anziehen, dass die Zinsen nochmal stärker anziehen, die ja mittlerweile eine kleine Korrekturbewegung auf den Weg gebracht haben, bedeutet dann für den Dollar-Yen eher nochmal ein relativ scharfes Anziehen. Wenn Donald Trump nicht liefert und wir fallen unter die 111,50, wäre das ein bärisches Signal und wäre wahrscheinlich auch dann noch wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, garniert mit weiteren Abschlägen, die wie gesagt uns noch tiefer führen könnten. Also Dollar-Yen, Short-Seite unterhalb der 111,50 und Dow Jones auf den oder im Bereich der Hochs aktuell mit Fake-Outs über die Allzeithochs etwas genauer beobachten. Könnte super spektakulär, super spannend werden. Morgen früh gucken wir uns dann wieder den DAX an, Morning Meeting 10.30 Uhr. Ja, und wer weiß, vielleicht geht es schon bald ziemlich zur Sache und ich kann so 2-3 Positionen präsentieren, die man dann entsprechend nicht nur aufgebaut hat, sondern die dann auch entsprechend gemanagt werden. Aktuell noch flat, aber sehr wachsam. Ja. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Happy Trading für den Rest des Tages. Passt auf eure Stops auf und wir hören uns im Morning Meeting morgen 10.30 Uhr hier auf dem JFD Livestream. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet und bis dahin habt euch auf jeden Fall wohl. Wie gesagt, schönen Abend wünsche ich euch. Wir hören uns morgen. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dann und tschüss.